Ja, servus. Heute, ja, haben sich die Kinder gewünscht, was richtig geil ist. Krieg auch gleich noch Gäste. Wie gesagt, mariniert haben wir das alles schon alles vorbereitet. Wird richtig cool. Einfach ein paar Hähnchen-Unterschenkel, ein paar Hähnchenkeulchen oder auch Drumsticks. Aber wie gesagt, ganz easy in der Zubereitung und mordslecker. Mal bist du fern. Ja, weg. Bin ich ein Bildekameramann? Ja, du bist genau im Bilde. Sehr gut. Heute machen wir was richtig Cooles. Dauert ein bisschen. Wir haben schon einen Teil vorbereitet. Das haben wir oben schon gemacht. Das schneide ich euch jetzt gleich hin, wie wir die Jungs alle gewürzt haben. Da war die Kamerafrau noch da. Die hat jetzt gewechselt. Jetzt haben wir einen Kameramann. Wie gesagt, heute Kameramann. Servus erstmal an der Stelle. Mahlzeit. Und das, was wir heute machen, absolut geil. Kleine Hähnchenteile oder Hähnchenfüße oder Keulchen oder wie man es auch immer nennen will. Die haben wir oben schon vorbereitet, die Kamerafrau nicht. Die wird auch später wahrscheinlich nochmal dazukommen. Schneide ich euch jetzt gleich hier hinten dran. Das schneide ich irgendwie. Und sonst brauchen wir eigentlich nicht viel. Wir brauchen hier die Hähnchenteile. Dann brauchen wir ein bisschen Thymian und ein bisschen Rosmarin. Und hier eine Barbecue-Soße. Barbecue-Soße hat man ja schon tausendmal gemacht. Schneide ich auch jetzt hinten dran, wie wir die Barbecue-Soße auf die Schnelle gemacht haben. Und ja, klar, ein paar Gewürze und dann Freunde, passt es. Hähnchenkeulen, hoppa. Ich habe hier ein paar. Ich zeige euch mal, ja, an den drei. Geht ganz einfach. So mache ich das immer. Schnapp mir das, gehe hier unter die Haut, mit dem Finger drunter. Dreh die Keule einmal so, dass sich die Haut im Prinzip ablöst. So, ziehe sie dann nach hinten. Nehme mir ein Zeber oder Küchenkrepp oder wie auch immer. Einmal gezogen. Zack. Und dann habe ich die ganze Haut ab. Hat ganz einfach den Hintergrund, wenn das später in der Soße ist. Wenn es groß gegrillt wird, ist das geil, wenn das schön knackig wird. Aber in meinem Fall, kommt ja noch eine Soße drüber und wird dann in der Soße nochmal weitergegart. Von dem her, nee. Zack, einmal außen rum. Dass die Uhr, okay, wenn sie abreißt. Wenn sie abreißt, macht das nichts. Hauptsache, man hat den Schlops so hinten. Dann kann man auch packen. Kann das so wegmachen. Dann hat man die ganze Haut hier weg. So. Und so wollen wir sie. Und das mache ich jetzt im Prinzip mit allen 40 Stück. Die Gewürze. Die Gewürze sind gar nicht so schwer. Ich habe jetzt hier mal, das habe ich neu, das ist ein Paprikasalz. Schmeckt so schon recht intensiv. Das probiere ich heute aus. Paprikasalz, Paprika-Rosenscharf, Zwiebelpulver und hier das Kräutersalz, das ich immer verwende. Das darf ich jetzt leider noch nicht an die Hähnchenkeulen geben, weil das will die Kamerafrau läuft. Machen. Das ist von irgendwas grün, ja. So, jetzt schnappen wir uns die Hähnchenschlägelchen. Die grillen wir jetzt alle einfach mal von allen Seiten mal grob an. Alle einmal drauflegen. Ich glaube, der Grill ist ein bisschen zu klein. Genau. Jochen! Du musst einen größeren bauen. Wir müssen einen größeren bauen. Läuft. Drehen wir die ab und an. Wie gesagt, wir müssen sie ja mal durchtauschen. Von hier tausche ich sie dann hier rüber und schnapp mir wieder einen neuen. Ja, irgendwie haben wir wegen Überfüllung geschlossen. So, Freunde. Noch einmal umschichte und dann haben wir es schon fast geschafft. Dann sind sie ganz leicht angegrillt, die Jungs. Und dann kommen sie zurück. Einmal, ich würde jetzt sagen, ob man das gescheit sieht. Ja. Die Hähnchenteile. Absolut cool. Einfach nur mal scharf angrillen, die Jungs. Und jetzt, deshalb brauchen wir erst viel später. Und jetzt schneiden wir uns gerade die Kräuter, die wir haben, und drücken uns die und einfach nur ein bisschen andrücken. Ach, der Kirschturm will auch wieder mitmachen. Und die verteilen wir uns gerade hier oben drüber.
Wenn wir die von Anfang an mit in der Soße gehabt hätten, dann wären sie uns jetzt im Prinzip wahrscheinlich schon bitter geworden. So. Wir merken, dass es zu wenig sind. Der Geruch ist geil. Guck mal her, riech mal. Absolut geil. Was noch ein bisschen? Ah, herrlich. Oder? Ich freue mich schon drauf. Ja. Top. So. Jetzt holen wir euch näher ran und dann machen wir die Soße hier oben drüber und dann packen wir das alles nochmal im Prinzip eine Dreiviertelstunde, Stunde in den Smoker. Unsere Soße einfach nur drüber verteilen. Und wer sich fragt wegen meinem Mikrofon, das habe ich. Das liegt oben und funktioniert gar nicht richtig. Aber dazu später. Einmal die Deckel auf, bitte. So. Schön. Und hier, jetzt müssen wir bloß, damit das vom Fokus her passt. Ja. Und hier parken wir uns jetzt unser gemütliches Hühnchen, unser Hühnchenkeulchen, die parken wir uns jetzt hier zwischen. Ich werde jetzt den Deckel aufmachen. Aber nur, ja, die Kamerafrau ist jetzt auch da, aber nur kurz. Noch 10 Minuten und dann haben wir es geschafft. Das ist so. Boah, riech mal. Oh. Es ist richtig geil. Und ich sage euch eins, wenn es nur halb so gut schmeckt, wie es riecht, da wird aber gleich der Fußballprofi was dazu sagen. Wenn es nur halb so gut, Mahlzeit. Wenn es nur halb so gut schmeckt, wie es riecht, bin ich voll und ganz zufrieden. Und ich erst. Ja. What? Der Trainer von Fußballprominenz. Ja, hallo? Ich hol das mal geschwind. Freunde. Ein Bier muss immer sein. Das ist so übel. Ja. Man riecht's. Das ist so. Oh. Yes. Das Problem ist nur, wie nehmen wir das jetzt, ohne dass wir uns die Flossen verbrennen? Hm. Eins raus. Na, ja, oh, komm. Ja, jetzt bin ich gespannt. Die Kamerafrau. Da muss ich hier. Ja. Aber vorsichtig, direkt eine Soße war es übelheiß. Also, es dürfen immer dürfen alle, da bin ich ein bisschen neidisch drauf, immer dürfen alle probieren. MG, ihr dürft zu zweit probieren. Magge und der André hier von der Sachsengriller, ihr dürft auch zu zweit probieren. Und heute dürft ihr auch zu zweit. Dürfen wir auch. Hä, aber ich tu doch, Papa, ich tu doch auch mitprobieren. Ja, aber ich mag auch nicht, dass du da zu sehen bist. Aber jetzt trotzdem probier mal. Jetzt bin ich gespannt. Und? Ich geh probieren. Das ist geil. Ich geh. Also, ich komm zu euch, Mädels. Das ist brutal. Wow. Das ist also, für das gibt's keine Worte. Also Papa hat mir kein Piranha machen. Ja. Richtig geil. Und sausaftig in der Welt. Genau. Schmack und. Ah, Mädels, ich bringe euch ein Stück. Ja. Ah. Vorsicht, das ist. Ja, Vorsicht, das ist noch ein bisschen. Yes. Hey, du abbeiße, du Knaller. Also, kannst du noch mal empfehlen. Oh, warte, bis es kühl ist. Und? Ja, oh, was machen wir das? Warte. Wenn das Beste ist. Ich bringe ein bisschen ab. Alter. Gut schmeckt das, bitte. Das ist gut, gell? Da ist jetzt. Auch. Oh ja. Also, richtig geil. Mega geil. Das ist der Beste, was du gemacht hast. Das essen wir jetzt, das bringen wir gar nicht hoch. Nein. Okay, wir dürfen ja mitessen. Kriegt keiner was dafür. Dann doch, wir vier. Und die da oben bekommen nichts. Freunde, in diesem Sinne, bis zum nächsten Freitag. Warte, was machen? Willst du? Das ist geil.